Herzlich willkommen auf dem Kanal. Die ersten Fahrten. Die Saison beginnt. Ich eröffne die Saison. Herrlich. 15 Grad, Abendsonne. Ich bin in Bonn, kenne die Brücke. Ich dachte, ich fahre einfach mal nach Bonn, Eis essen, Currywurst essen. Je nachdem, was zuerst kommt. Ich hab's total vermisst. Ich hab's einfach vermisst, mit dem Motorrad zu fahren, zu beschleunigen. Nahezu über den ganzen Winter bin ich eigentlich nur mit dem Roller gefahren. Hat mir natürlich auch viel Spaß gemacht. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, das Motorradfahren hat mir massiv gefehlt. Ja. Wirklich massiv. Ja, muss geradeaus. Na komm, ich schleife mir mal hier vorbei. Zack. Ich fahre jetzt in die Innenstadt, wollte ich eigentlich. Die ist jetzt hier auf der linken Seite, müsste die sein. Ja, ich wollte heute eigentlich mit euch auch mal so ein paar Sachen besprechen. Und zwar geht es nämlich darum, was diese Saison passieren wird. Und zwar, ja, das wollte ich mit euch besprechen. Aber erstmal brauche ich eine Parkgelegenheit, die ich irgendwie jetzt gerade nicht finde. Bonn Innenstadt ist nicht besser als Köln Innenstadt. Muss ich auch dazu sagen. Der dringelt sich einfach hier rechts vor. Soll ich ihm das nachmachen? Der Fahrradweg aber. Nee, ich mach das nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass hinter mir Zivilpolizei ist. Bin mir aber nicht sicher. Naja, ich kann ja auch schon mal anfangen. Und zwar geht es darum, was dieses Jahr alles kommen wird. Ja. Was ich geplant hatte, was ich vorher auch für Gedanken hatte, das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht mitgeteilt. Ne? Und zwar ging es nämlich darum, dass ich eigentlich vorhatte, meinen Kanal zu trennen. Ihr wisst alle, ich habe mit Roller-Content 50 Kubik angefangen und dann irgendwann mit größeren Rollern 125 Kubik. Ne? Und ich hatte ja auch so einen Short gemacht, wo ich gesagt habe, es gibt drei Schubladen. Erste Schublade, Leute, die nur Motorrad mögen, kein Roller. Dann zweite Schublade, Leute, die nur Roller mögen, kein Motorrad. Dritte Schublade, eine Minderheit. Wäre dann halt die, die Leute Roller und Motorrad mögen. Das ist aber wirklich eine Minderheit. Und deswegen dachte ich, trenne ich meinen Kanal. Ne, den Kanal, den ich jetzt hier habe, das wäre dann nur ausschließlich Roller. Und den anderen Kanal nur ausschließlich Motorrad. Ich habe diese Idee aber wieder verworfen. Ich habe mir sogar einen Kanal gemacht. Ich habe da sogar auch schon was hochgeladen. Aber nein, ich werde das nicht machen. Fahr mal hier lang. Ich werde das nicht machen, weil ich ganz ehrlich mehr Roller fahre als Motorrad, weil der Roller mein Alltagsfahrzeug ist. Und gerade auch im Winter hätte ich ja für meinen Motorradkanal, für den neuen, gar kein Content, ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich belasse es so, wie es ist. Alles auf einem Kanal. Bei mir geht es halt eigentlich vorrangig um die Objekte, um die Fahrzeuge. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, das zu trennen, weil da können auch Leute halt, na, es geht halt um Wachstum, da kann der Kanal auch vernünftig wachsen. Aber wenn man so einen Mischmasch-Kanal hat, dann funktioniert das in der Regel nicht. Ja, weil die Leute sehen zum Beispiel ein Motorradvideo von mir, denken so, ach cool, Motorrad-Content, den abonniere ich jetzt zum Beispiel mal. Und dann bringe ich dann 2, 3, 4 Roller-Videos auf einmal. Dann denkt er sich, hä, was ist das denn? Und dann ist er ganz schnell wieder weg. Ne? Weil die Leute wollen halt Motorrad-Content dann sehen.
Das ist halt so der Hintergrund. Ich fahre mal hier rein. Ich melde mich später. Oh, ich habe gerade Currywurst Pommes gegessen. Ich bin jetzt gerade im Fresskoma. Fahr jetzt nach Hause. Schlafen. War aber echt lecker. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ich habe gerade irgendwie jetzt den Faden verloren. Genau, was ich dieses Jahr vorhab. Und zwar. Ach ja, stimmt, Kanal getrennt, da waren wir stehen geblieben. Es bleibt so, wie es alles, so wie es ist alles. Es werden aber vermutlich jetzt im Sommer wohl auch des Öfteren mehr Motorradvideos kommen. Ab und zu werde ich auch noch Videos hochladen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Das werde ich aber, glaube ich, dann am besten auch noch irgendwie vermerken, ne, damit man da nicht durcheinander kommt. Kann man hier wenden? Nee, kann man nicht. Egal, dann fahre ich hier geradeaus. Scheißegal. Es ist auf jeden Fall so, dass ich dieses Jahr einiges vorhab. Ich möchte mal dieses Jahr ein paar Motorräder Probe fahren und ein paar Roller Probe fahren. Das stelle ich euch natürlich alles auf diesem Kanal hier vor. Ich möchte aber mal so beliebte Motorräder fahren, die so Mainstream sind. Wie zum Beispiel Yamaha MT-09. Oder die BMW SRR 1000. Ja. Die zum Beispiel. Und dann halt noch so ein paar beliebte. Ne, ich wollte auch mal eine Supersportlerprobe fahren. Ne, am liebsten von Kawasaki eine. Dann Roller. Roller wollte ich auch Probe fahren. Und zwar die X-Max. Und die T-Max auch. Dann Honda Burgmann. Kimpo X-Lite. Die wollte ich alle Probe fahren. Dieses Jahr. Das ist mein Plan. Ich weiß nicht, wo lang ich muss. Siegburg links, Bonn-Beuel rechts, was rechts? Guck mal, die beschildern alles, was links ist, aber was kommt rechts? Ach, Zentrum. Ich fahre nach rechts. Wird schon richtig sein. Ich finde Bonn richtig schön, muss ich sagen. So. Ich weiß nicht, so mittelalterlich mehr, so urig. Finde ich toll, finde ich cool. Ansonsten, ja, ihr habt es vielleicht auch gemerkt, ich habe jetzt momentan, bin ich so auf den Geschmack gekommen, Shorts zu machen. Manche finden es gut, manche finden es doof. Es gibt halt auf jeden Fall Gegner. Ich habe irgendwie Geschmack dran gefunden, weil oh cool, was ist das denn? So ein Sport-Quad. Geil. Ich habe Gefallen an Shorts gefunden, weil es schnell geht. Es geht schnell und man kommt auf den Punkt. Man kann halt das vermitteln, die Gedanken vermitteln, die man im Kopf hat. Und es dauert halt nicht so lange, weil momentan habe ich halt nicht so viel Zeit, um so viele lange Videos auch zu machen. Und deswegen halt die Shorts. Aber ich will mich halt nicht nur auf Shorts begrenzen, ne? Aber es werden definitiv Shorts kommen.
Ich habe überlegt, ob ich halt die Motorradshorts hier auch auf dem YouTube-Kanal hochlade oder nicht. Weil dieser Kanal ist irgendwie ein bisschen rollerbehaftet, irgendwie. Ne? Es ist auch nicht schlau, einfach immer alles nach freie Schnauze zu machen. Natürlich kann ich das. Das geht. Könnte ich machen. Aber es wäre, glaube ich, nicht schlau, immer alles nach freie Schnauze zu machen. Deswegen habe ich überlegt, ja, habt ihr Bock drauf? So Shorts, egal was, Motorradroller. Schreibt mal unten rein, worauf ihr Bock habt. Also Shorts will ich auf jeden Fall machen, ne? Roller- und Motorrad-Content kommt auch. Wenn ihr keine Roller- oder Motorrad-Content sehen wollt, dann überspringt halt die jeweiligen Videos, ne? Ihr müsst ja nicht alles gucken. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es gucken würdet, ne? Keine Frage. Bla. Was ist das denn für eine Kneipe? Junge, Junge, Junge. Hier geht bestimmt am Wochenende richtig die Post ab. Gegen Nazis. Ja, das ist es, Leute. Das ist es. Die Saison fängt an. Ich genieße es. Ey, gestern habe ich nicht das erste Mal gefahren. Hab auch die Kamera mitgenommen, halbe Stunde gelabert, aber Mikrofon nicht angeschlossen. Auch cool. Und also quasi umsonst gequatscht. Aber gestern bin ich gefahren, das hat so Laune gemacht. Nach langer Zeit mal wieder, auch wenn es warm ist einfach, die warme Luft. 15 Grad. Herrlich. Geh gleich noch tanken. Jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. Warte mal, wo lang muss ich? Rechts, rechts, rechts. Zur Autobahn. Ich fahre mit der. Also über Land bin ich ja gefahren hierher, aber ich fahre Autobahn zurück. Ah, Honda. Also meine Honda, die ich hier habe, ne? Die CB650R. Die sehe ich so selten. Kaum jemand fährt diese Maschine hier. Ich kenne auch den Grund. Vermutlich, weil es halt einfach auch ein Einsteiger-Vierzylinder ist. Ne? Es ist eigentlich ein A2-Bike. Ja. Aber ich sehe diese Maschine wirklich sehr selten. Die meist, also oft sehe ich Suzuki. Sehr oft. Kawasaki. Honda allgemein sehe ich auch oft, aber dieses Modell halt hier nicht. Ne? Ist einfach so. Oh, das ist auch natürlich sehr schlau, von der roten Ampel nochmal Gas zu geben, ne? Sowas mache ich normalerweise nicht. Also, ich hatte ja auch mal ganz oft gesagt, ich verkaufe mein Motorrad, ich verkaufe mein Motorrad nicht. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Ich sag nur noch eins. Ich muss zu 100% überzeugt sein, wenn ich eine andere Maschine will. Also zu 100% überzeugt. Und momentan habe ich noch viel zu viel Spaß mit dieser Maschine irgendwie. Aber naja, letztes Jahr hatte ich Videos rausgebracht. Da habe ich noch anders gedacht. Hier ist Polo, die sind umgezogen. Ich war da auch schon drin, gestern, wo ich eigentlich alles aufgenommen habe, aber kein Mikrofon angeschlossen habe. Boah, ey, es ist keine gute Idee, wenn die Saison anfängt und dann zum Polo. Und gerade auch Anfang des Monats, das ist nicht gut. Also da kann man ganz schnell mal, also ich hatte mir, ich hab mir,
Mir hat eine Hose gefallen, die hat 260 Euro gekostet. Eine Jacke hat mir gefallen, die hat auch 260 Euro gekostet. Das werden dann zusammen 520 Euro. Habe ich sein gelassen. Schwarze Handschuhe bräuchte ich auch nochmal neue. Aber wenn ich, also gerade bei Polo, ne, wenn ich bei Polo was sehe, ich kaufe mir das nicht sofort, es sei denn, ich brauche es sofort. Ich mache das lieber so, ich warte immer, weil Polo hat alle paar Monate mal 20%. Das ist bei, ne, gefühlt 4, 5 Mal im Jahr gibt es bei Polo 20% auf alles. Oder zweimal auf jeden Fall. Und darauf warte ich dann und dann hole ich mir das. Aber wenn ich dann eine Sachen im Wert von 500 Euro kaufe, ne, dann spare ich 100 Euro. Also ich finde, das ist viel Geld. Und deswegen warten lohnt sich. Und ich glaube jetzt, wir haben jetzt März. Ich denke mal so April, Ende April gibt es nochmal so eine Aktion, wenn die Saison richtig anfängt. Und dann würde ich, glaube ich, zuschlagen, weil ich habe dann auch noch Geburtstag. Da kann man ja kombinieren. Also die Hose, die ich jetzt anhab, in Schwarz wollte ich nochmal haben. Ich finde die Hose nämlich Hammer. Und dann noch so eine Frühlings-Sommerjacke so. Obwohl ich eigentlich genug Klamotten habe, weißt du. Ich habe genug Motorradklamotten. Aber noch so eine Stoffjacke. Ich hatte mehr. Ich habe eigentlich genug. Ich brauche es eigentlich nicht. Deswegen kann ich jetzt auch mal warten, bis die Prozentaktion kommt. Punkt. So, ab auf die Autobahn. Gucken. Vorfahrt. Darf ich fahren? Ich darf fahren. Gas geben. It's free. Das macht Spaß. Das ist so cool, ne? Ich fahre momentan sehr oft im dritten Gang, weil ich da so die meiste Beschleunigung habe, weil ich auch schnell im dritten Gang auf 8000 Umdrehungen komme. Ne, wo ich dann mal ein bisschen Beschleunigung spüre. Vorher spüre ich aufgrund des Vierzylinders halt nicht viel, ne? Oh, geil, ey. Ja. Boah, das ist so geil. Dieser Vierzylinder-Sound kickt. Ab 8000 Umdrehungen kickt der. Oh. Wie der Motor brüllt, das ist so geil. Hört ihr das? Ah, ist schön laut. Der brüllt richtig krass. Vielleicht noch mal. Eins. Wieso bremst der? Eins, zwei. Oh, das ist Kacke. Ich muss auf die linke Spur. Die fahren hier ein bisschen komisch. Eins, zwei und. Ja, das ist es. Das ist es. Das, genau das ist es. Das sind halt die 60 Newtonmeter. Nicht mal. Nicht ganz. Also ich finde 60 schon krass.
Okay, das reicht. Jetzt in den fünften Gang gemütlich fahren. Siehst du, man kann halt auch gemütlich fahren, ohne dass er großartig brüllt, ne, im höheren Gang dann. Das ist kein Thema. Man kann alles haben. Der Vierzylinder macht das möglich. Überhaupt kein Thema. Ja, das gefällt mir ziemlich gut. Und es hatte einmal einer kommentiert, ja, ich fahre die Maschine ja nicht richtig. Da muss ich jetzt sagen, er hatte recht. In den ersten anderthalb Jahre ungefähr habe ich die Maschine gar nicht richtig auf Touren gebracht, ja. Bin ja immer im fünften, sechsten Gang gefahren, immer, immer. Da komme ich ja nicht auf Drehzahl, da komme ich ja nicht auf das Drehmoment. Ja, überhaupt gar nicht. Da habe ich ja quasi die Beschleunigung wie von meiner X10, vom Roller. Und das ist halt der Punkt, der stimmt. Aber seit ungefähr ja fast einem Jahr oder sowas nutze ich aber halt auch die Drehzahl des Motors. Ne? Schon. Und gerade seitdem macht es mir auch wirklich Spaß, mit dem Moped hier zu fahren. Also 13.200 Kilometer habe ich jetzt runter mit der Maschine, was absolut nicht viel ist für den Motor hier. Und abgesehen davon pflege ich die Maschine auch wirklich gut. Also die Maschine steht wie neu da. Da ist kein Kratzer dran. Ich habe die immer schön gepflegt. Ich habe die immer sauber gemacht. Ich habe die immer warten lassen. Also da ist, die ist wie neu. Die ist super eingefahren. Das hört sich an wie ein Verkaufsgespräch. Und nach wie vor muss ich sagen, das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gesagt, aber ich sag's noch mal. Ich finde die CB hier immer noch einer der schönsten Naked Bikes überhaupt. Nach wie vor. Die neue CB 650R von 2024, ne? Die finde ich nicht so schön, muss ich sagen. Da finde ich die älteren Modelle schöner. Und das Baujahr 21 finde ich besonders schön, weil ich sie habe. Die Reifen sind noch relativ neu. Oh ja, das ist so geil. Das ist so cool. Ich liebe das. Endlich mal wieder den Wind spüren. Ah. Oh. Also es ist halt. Also früher, als ich 50 Kubik gefahren bin, dachte ich mir, Motorradfahren muss ja ähnlich sein. Aber nein, das ist was komplett anderes. Herrlich. Einfach nur ein bisschen rumcruisen. Jawohl! Und wenn ich mal gemütlich fahren will, kann ich auch in den sechsten Gang schalten. Und dann fahre ich ganz bequem. Ganz easy. Und jetzt kann ich auch bis 220 km/h beschleunigen.
Kein Thema. So, ich fahr mal hier bei Lind runter. So die Autobahnauffahrten hoch und runter. Ich mag die Kurvenlage. Das gefällt mir. Kurvenfahren ist so geil. Es macht Spaß. Das ist so cool. Oh ja. Diese oh, Fliehkräfte zu spüren. Ist einfach nur cool. Einfach mal mit Schrittgeschwindigkeit fahren, die Maschine spüren. 11 km/h. Ich hoffe, die bauen hier nicht alles zu. Ich sehe es schon, komm, in 10 Jahren stehen hier überall Häuser. Ich mag es ja auch mal in die Ferne zu gucken, oder? Ne?